Shalom Aleichem, guten Morgen allerseits. Wir sind hier im Mishpacha-Programm in der jüdischen Gemeinde. Neue Saison, nach dem Urlaub. Manche freuen sich sehr, dass der Urlaub ist vorbei. Und ich habe heute gedacht, ein Thema mit euch zu sprechen. Nicht so konventionell, wie man spricht immer. Ich wollte ein paar geistigen und spirituellen und psychologischen Aspekten geben. Wieso Koscher zu essen ist gut und wichtig. Gott soll mir geben die richtigen Werte, da diese Werte sind nicht so leicht rüberzubringen wie normale Nahrungsberater, der sagt dir, das und das und das ist gesund, Laktose ist nicht gesund. Das ist nicht so, dass man kann in geistigen Sachen genau die Sache definieren wie Laktose oder Gluten oder wie auch immer. Also, sowieso in der Welt, wenn einer hat gesundliche Probleme, jeder versteht ihn und er muss sich nicht verstecken und verbergen. Wenn einer kommt zum Restaurant und er sagt, er kann nicht vertragen, ein gewisses Essen, kriegt er großen Respekt. Und wenn ein Mensch sagt, ich esse Koscher, bei manchen Leuten, das ist so eine krumme Nase, nicht immer die besten Toleranz oder verständnisvoll. Aber dieses Thema gehe ich heute nicht arbeiten. Ich gehe heute nur arbeiten, ein Thema, drei Argumenten, wieso Koscher ist gut. Ich beginne mit einem einfachen Argument, die sehr gut und sehr gesund. In Amerika gibt es ein großes Shoppingcenter, die heißt Costco. Alle Jiden, alle Goyim, alle kaufen in diesen Shopping Center, insbesondere größte Familien, die brauchen alles. Ein Tag, eine fromme Mädel sieht eine Schwarze, geht mit einem Kinderwagen und neben ihr noch eine Neunjährige. Und die Neunjährige sagt, Mama, ich will das. Und sagt die Frau, die Schwarze, es ist nicht koscher. Gehen sie zu Eis, Mama, I want this. Sie sagt, it's not kosher. Und so 4, 5 Mal hat sie gehört diesen Wort, dass die Mama sagt, ihre 9-jährige Tochter, es ist nicht kosher. Sie kommt zu ihr, sagt, may I ask you something? I'm sorry, excuse me. Are you Jewish? Sagt sie, no. Sagt sie, dann warum brauchst du kosher? Sagt sie, ich brauche nicht kosher. Ich arbeite bei einer jüdischen Frau. Immer wenn ich gehe mit meiner Hausälterin einkaufen und ihre Kinder wollen etwas, sie sagt, it's not kosher. Und ich habe verstanden, das ist die beste Ausrede für die Kinder, warum kauft man nicht. Und immer wenn mein Kind fragt etwas, ich sage, es ist nicht kosher. Und Schluss. Und ich brauche nicht zu diskutieren, warum. Auch wenn das ist euch ungewöhnlich, diesen Aspekt, was ich beginne, glauben Sie mir als Papa, ist ein toller Aspekt. Es ist ein toller Aspekt, ein Kind kann nicht immer und überall zu bestellen, was er will. Du bist mit dem Kind in Dippelmess, bekommt er nichts. Warum bekommt er nichts? Nicht, weil der Papa ist geizig. Und nicht, weil Mama und Papa haben keine Lust. Und nicht, weil wir brauchen jetzt ein Doktorat zu erklären, warum Wurst und Chips ist nicht gesund. Wir haben ein Wort, es ist nicht koscher. Schluss. Wir gehen nicht mit Kindern in Diskussionen, weil religiöse Sachen sind ein super, super Mittel, um die Kinder richtig zu erziehen. So ist das Shalom. Geht nicht. Warum kaufst du nicht dieses Eis? Nicht koscher. Shalom. That's it. Und deshalb der erste Aspekt von Kashrut ist Disziplin. Nicht alles, was man sieht, nicht alles, was man Lust hat, überall kauft man. Jeden haben eine Lektion und diese Lektion heißt Vivdalti etchem. Ihr seid meine Kinder. Und meine Kinder haben eine besondere Benehmung. Und diese Benehmung heißt, ihr seid Kinder eurer Gottes und euch hat er ausgewählt, um ein heiliges Volk zu werden. Heilig bedeutet abgesondert, anders. Deshalb, Kashrut essen ist sehr gut zum Disziplin. Es ist sehr gut, die Kinder zu sagen, nein, es geht nicht. Und ohne, es tut mir leid. Ich habe noch nie gesagt, meine Kinder, es tut mir leid, es ist nicht koscher. Es tut mir überhaupt nicht leid. Es ist nicht koscher und Schluss. Ich habe die Gesetze nicht geschrieben. Die Gesetze sind halt so und man kann nicht alles, was man will, essen. Jetzt in die Synagoge war eine Bar Mitzwa. War mein Kind dort, sagte er, Papa, kann man essen?
Sag ich, weiß ich nicht. Wir fragen den Rabbiner. Wir gehen zum Rabbiner. Können wir das essen? Sagt er, weiß ich nicht, ich hoffe es. Warum? Er will jemand fragen, ob diese Kuchen sind wirklich gekommen von einer koscheren Konditorei. Gut, zum Schluss hat man herausgefunden, von wo kommen die Kuchen und kann man essen. Aber auch dann hat er sich gefreut, dass er kann essen. Und stell dir vor, die Kuchen war schon bei ihm am Teller von meinem Kind. Und er hat nichts gegessen, bis der Rabbiner hat ihm genehmigt, dass diese Kuchen kann man essen. Also die erste Sache ist Disziplin. Jetzt kommt die zweite Sache. Moshe Rabbeinu ist geboren, Frühgeburt, am 7. Monat. Hat man ihn versteckt in eine Körbchen und kommt Batya, die Tochter von Paro, und sie sieht ein hebräisches Kind weint und sie holt eine ägyptische Frau, soll ihm stehlen, soll ihm Milch geben und Moshe will nicht essen. Er will nur Chalav Israel. Er will nicht essen von einer mitzrischen Brust und hat man gebracht noch eine und noch eine und noch eine und Moshe will nicht. Bis Miriam sagt, die Tochter von Paro, ich gehe und ich bringe dir eine Meneket von die Ivriot, von die Hebräer. Und sie wird dir stillen dem Kind. Steht geschrieben, dass gekommen die Mutter, die Jochevet, und 24 Monate hat sie Moshe Rabbeinu gestillt. Die Tora hat das zu bedeutet, zu erzählen die ganze Geschichte, dass Moshe wollte nicht essen. Nicht jetzt Legende. Die Tora schreibt das im zweiten Buch Moshe. Moshe Rabbeinu wollte nicht essen von einer mitzrischen Frau. Er wollte essen nur von einer jüdischen Brust. Frag den Midrash Tanchuma warum. Was ist so schlecht zu essen von einer mitzrischen Frau? Milch ist Milch, Mutter ist Mutter. Sag den Midrash zwei ungewöhnliche Argumente. Erster Argument, ein Mund, der geht später mit dem Shechina sprechen, passt nicht, dass seine Futter soll sein von einer ägyptischen Milch. Ägyptischen Milch, er hat nicht bekommen diesen Glaube, diese Erziehung mit der Muttermilch. Also man will, dass seine Glaube an Gott soll beginnen mit der Muttermilch von einer jüdischen Frau und nicht von einer mitzrischen. Und nicht später soll kommen jemand anders. Zweite, soll nicht später kommen eine mitzrische Frau und sagen, ah, diese große Moshe, ich habe ihn gestillt. Ich habe, weißt ihr, sehr oft treffen wir irgendeine Tante, sagt, oh, du bist so groß geworden. Ich kann mich noch erinnern, du warst in meinem Arm. Ich habe dir Essen gegeben. Also wenn wir nehmen heute ein Baby und wir geben ihm zu essen. In 13 Jahren, ich lerne mit dem Kind zum Bar Mitzvah. Was sage ich denn der Erste? Vor 13 Jahren warst du noch ein Baby, habe ich dir noch gefuttert mit Apfelmus. Ja? Also damit soll nicht kommen die ägyptische Frauen und sagen, nach vielen Jahren, wir haben dem Moshe Rabbeinu Brust gegeben. Besser soll er essen noch von seiner Mama. Habt ihr verstanden die zwei Argumenten? Okay. Kommt ein Rav, der heißt Reb Ele Lapian, großer Tzadik. Und Reb Ele Lapian weiß, sagt, okay, ich verstehe, warum hat Moshe Rabbeinu wollte nicht essen, aber wie hat er das gewusst? Wie weiß ein Säugling, dass das ist eine Brust von einer Mitzritsche und das ist eine Brust von einer Hebräische? Aber come on, also, wenn man gibt dir heute einen Kaffee mit, man gibt dir einen Kaffee, mit Milch. Eine mit Chalav Israel und eine Chalav von Holland. Milch von Holland. Und du probierst, gibt es einen Unterschied? Kuh ist Kuh, Milch ist Milch, come on. Mutter ist Mutter, woher soll er das wissen? Sagt Rebelle Lepian, auch ein Baby hat einen Geschmack, ob das Milch ist sauer, verdorben oder rein und frisch. Das ist nicht jetzt, dass die Milch von der ägyptischen Frau ist sauer und verdorben. Aber Moshe Rabbeinu, der braucht in seiner Zukunft keine Verstopfungen, keine geistigen Einschränkungen, muss er essen koschere Milch von Geburt, damit soll in seinem Leben soll nicht sein Blockaden von Glaube. Menschen, die haben Blockaden oder Zweiflungen von Glaube, liegt das, dass ihre Nahrung ist nicht in Ordnung. Das ist eine edle Sache und diese edle Sache muss sein. Rambam hat bekommen einen Brief von Teiman, von den jemanitischen Juden, dass sie nicht so glauben, dass die Teute werden aufstehen. Also sie schreiben an dem Rambam, dass sie zweifeln dran. Schreibt Rambam, wenn eine achtet nicht auf koscheres Essen, seine Glaubekanal ist sehr betrübt und sehr bewolkt. Man kann nicht erfahren, genauso wie ein Sportler braucht für seine Nahrung bestimmten, er kriegt einen Nahrungsberater und er sagt, was muss er essen? Viel Eier, viele Proteine
um Sport zu machen. Stimmt, was passiert, wenn er das nicht tut? Wird er schwacher, wird nicht so einen guten Sport. Er muss achten auf seine Nahrung. Wo sehen wir das? Es gibt ein Buch, dieses Buch heißt Daniel. Dieses Buch, die meisten, ist geschrieben auf Aramäisch. Steht geschrieben, dass Nebuchadnezzar wollte machen ein Experiment. Er wollte ausbilden die hochbegabten Kinder von allen Nationen. Von jeder Nation hat er geholt 4 Kinder. Die Kinder sollen sein schön, hübsch, klug, gesund, gute Familien. Und er wollte diese Kinder geben 3 Jahre Internat und die sollen später seine Ratgeber sein. Wer waren sie? Daniel, Hanania, Mishael und Azaria. Er hat genommen die 4 Jüngerlach. Die erste Sache, was er hat gemacht, er hat ihre jüdischen Namen weggenommen. Er hat sie gegeben einen babylonischen Namen. Damit sollen sie überall integrieren. Das ist schon die erste Integration. Aber in dem Moment, wo die 4 Jungs sind gekommen zum Palast, es war ein Hauptkommissar, der heißt Aspenaz. Und Aspenaz hat eingeladen zum Palast extra Nahrungsberater, die sollen sagen, was ist für die Jungs passend zu essen. Damit sollen sie klug sein, schön sein, genug sein, fit sein, Sport machen, alles. Gut. Wenn Aspenaz hat gesehen, diese 4 jüdische Kinder, er hat sie natürlich zum Tisch serviert, alles. Daniel ist aufgestanden und hat gesagt, junger Mann, willkommen von einem besonderen Volk. So erzählt uns die Tanach, nicht jetzt Legende. Der Tanach erzählt uns die Propheten. Und Daniel war nicht ein Prophet, weißt ihr. Daniel war kein Prophet. Daniel war ein Seher, ein José. Er ist nicht in die Liste von den 48 Propheten. Daniel war ein José. Daniel kommt zum Aspenaz und er sagt, ich habe eine Bitte an dir. Wir dürfen nicht eure Essen kosten. Ich habe eine Bitte, bring uns noch Gemüse und Hülsenfrüchte und verschiedene Mandeln und Erbsen und Sachen, damit sollen wir gesund sein. Und gib uns keine Machalei Pigulim, also Essen von Tref, original. Sagt Aspenaz, ich kann das nicht machen. Wenn jemand wird das erfahren, er wird mir köpfen. Also hier ist keine Spiele, warum soll ich mein Leben riskieren wegen dir? Ich bin nicht bereit. Sagt er, aber wie soll man das herausfinden? Wer weiß, was hast du zu uns serviert am Tisch? Sagt er, es gibt jeden Monat Kontrolle auf diese Jungs, ob sie wachsen. Sagt Daniel, weißt du was? Wir warten nicht für diesen Monat. Wir machen 10 Tage Experiment. Wir essen nur Koscher, reines Koscher, nur Gemüse und Hülsenfrüchte und alle gute Sachen. Und nach 10 Tagen siehst du, ob wir sind gut drauf oder schwach. Daniel, Hanania, Mishael und Azaria haben 10 Tage gegessen, Obst, Gemüse, verschiedene gute, gesunde Sachen vom Natur, verschiedene Mandeln, verschiedene Hülsenfrüchte, gute Sachen, Kerne. Nach 10 Tagen guckt er diese 4 Jungs, steht geschrieben, Vinei Pneem Tovim, ihre Gesicht ist schön und gut, die sind voll Vitalität, voll Leben, keine schmuddeligen Müdigkeit oder Erschöpfung, also die sind voll drauf. Er sagt, okay, dann machen wir es so wie es ist. 3 Jahre haben sie so schön gelernt und ausgebildet und sie haben nur gegessen Kasher. So erzählt uns die Tanach. Nach drei Jahren kommen sie zum König, zu Nebuchadnezzar, und steht geschrieben in Tanach, dass die Intelligenz und die Wissen und die Vernunft und die Einsicht und die Intelligenz im Herzen und im Kopf von diesen 4 Jungs war 10-mal mehr als alle anderen Jungs. 10-mal mehr, also die haben so viel geachtet auf ihre Disziplin. Wenn einer achtet auf Disziplin, achtet auch auf Lernen. Disziplin ist eine Kette in vielen Sachen am Leben. Du kannst nicht in deinem Leben in einer Sache diszipliniert sein und in einer Sache freizügig. Disziplin ist eine Charakterzüge wie eine Kette und diese Kette beschleunigt eine nach dem anderen, okay? Und da steht geschrieben, dass Nebuchadnezzar war so sauer auf Hanania, Mishael und Azaria, der hat sie alle 3 reingeworfen in ein offenes Feuer. Und die 3 haben nicht verbrannt. Und später hat er geworfen Daniel in die Grube der Löwen. Und er war dort, nach 3 Tagen kommt er und er guckt und Daniel geht. Und die Leute haben gesagt, bestimmt die Löwen sind nicht hungrig. Dann sagt er, weißt du was, wir machen mit euch Experiment. Und es waren 64 Löwen, Hungrige. Die Löwen haben gegessen, an dem Tag 240 Menschen. Aber Daniel
haben sie nicht angefasst. Sie haben nicht angefasst. Und fragt der Zohar, wie kann das sein, so eine Sache? Ist doch ein riesiges Wunder. Sagt der Zohar, wenn einer achtet auf 100% koscheres Essen, soll er wissen, sein Zelem Elohim, sein Ebenbild Gottes, bekommt eine extra Ausstrahlung, eine extra Edelkeit, einen extra disziplinierenden Beweis, ein Stempel von Gott, dass er halte dem Kaschrut. Ich gebe euch ein Beispiel. Es gab in Kiryat Malachi einen Junge, der heißt Benzi. Und Benzi ist gegangen in Cheder zu lernen und er hat geguckt in ein Buch wie ein Esel auf Gemüsesuppe, so wie ein Bock. Der hat nichts verstanden. Und wirklich, die Eltern haben alles versucht und gebracht, verschiedene Chachomim, Weisen, sollen helfen mit dem Kind, soll er lernen, nichts. Ein offizieller Bock. Und wollte nichts lernen. Null Interesse. Die haben geschickt einen Brief zum Rebbe. Und sie haben gesagt, sie wissen nicht, was zu tun. Der Rebbe hat zurückgeantwortet, sollen sie achten auf seine Kaschrut, insbesondere in die milchigen Produkte. Nicht in die fleischigen, aber die sagt, extra in die milchigen Produkte. Und hat man begonnen zu achten und hat man gefunden, dass er isst irgendeine Schokolade, wo es enthält Afkat Halav Nochi Pulver von einem nicht koscheren Pulver. Danke. Hab ich. Und darum, sein Kopf ist ein bisschen zerrischt. Gut, ich umfasse das, was wir haben, drei Sachen, was wir haben gelernt bis jetzt. Eins, Disziplin. Zwei, von Moshe Rabbeinu, willst du mit Gott reden und Gott soll mit dir reden, willst du Glaube haben, brauchst du koscher Essen. Moshe Rabbeinu hat gewusst, ein Mund, der muss sprechen mit Gott, muss achten auf die Nahrung. Drittens, Kinder, die achten auf ihre Nahrung und sie essen gute Sachen, die sehen aus gut. Die schaffen ihre Lernen besser und die sind besser diszipliniert beim Lernen. Jetzt möchte ich noch ein letztes Argument geben. Ich werde das sehr edel und sehr vorsichtig sagen, ohne Chas v'Shalom jemanden zu verletzen. Wir leben heute in einer Generation, wo es herrscht sehr viel Chutzpe. Chutzpe heißt Frechheit. Frechheit ist eine Unverschämtheit. Was ist Unverschämtheit? In den alten Zeiten, wenn Menschen haben gesündigt oder gemacht einen Fehler, sie haben mindestens geschämt, wenn einer hat irgendeine perverse Neigung, was betrifft Mann und Frau und diese Beziehungen, diese Ehverkehr. Er hat er geschämt. Heute nicht nur, dass die Leute nicht schämen, sie machen sogar Parade. Sie machen Parade und sie schreien laut, wir sind besondere, spezielle Leute, die nicht normale. Wir sind nicht so wie alle, wir sind besonders und wir möchten eure Legitimation. Okay, sollen sie gesund sein, Gott soll sie schützen. Niemand will so seine Kinder so sein. Aber steht geschrieben durch Don Yitzhak Abarbanel, er sagt, solche perverse Neigungen in diesem Bereich kommt von unkoscher Essen. Er sagt, das alles kommt, diese ganzen Chutzpe, Frechheit von Tochter gegenüber Mutter, von Schwiegersohn gegenüber Schwiegermutter. In den alten Zeiten, Schwiegervater, Schwiegermutter, Eltern, hat man gesprochen mit Kavod. Wenn Schwieger oder Schwager haben was gesagt, oh, Kavod, Ehre, heute? Wer bist du? Wer schweig, halt die Klappe. Wo wir sind gelandet? In welcher Welt leben wir? Sagt Don Yitzhak Abarbanel, es liegt nicht an der Welt. Es liegt, dass die Menschen, die essen unkoschere Sachen, die Ergebnis ist Chutzpe. Und Chutzpe bedeutet Unverschämtheit. Solange der Mensch schämt sich mit das, was er tut, ist nicht so schlimm. Hört ihr gut? Solange der Mensch schämt sich mit das, was er gut tut, ist nicht so schlimm. So sagt unser Allah. Ich gebe euch ein Beispiel. Die Allah stellt eine Frage, was passiert, wenn kommt in die Synagoge ein Mensch und er ist ein Schwuler. Er hat einen Mann. Darf man ihn zum Torah rufen oder nicht? Eine Frage in Halacha. Und die Halacha ist sehr interessant. Wenn er damit schämt und er weiß, das ist keine großen Medaille, gebe ihm ein Aliyah, er hat einen bösen Trieb. Jeder Mensch hat einen bösen Trieb. Jeder. Aber wenn er ist damit stolz,
Er will dazu noch eine Medaille, er glaubt, das ist okay, das ist legitim. Man sagt ihm, hallo, sei gesund in dein Leben. Aliyah la Torah kannst du nicht bekommen, in die Torah steht, das geht dagegen. In die Torah geht das nicht. Das ist genauso, wenn ein Kohen, nehmen wir ein Kohen, hat eine goyische Freundin. Wenn er hat eine Freundin und die Sache ist Freundin, soll er gesund sein, das ist seine Sache mit liebem Gott. Gibt es nette Menschen überall, ich bin nicht dagegen. Aber wenn er macht das offiziell, er heiratet und er sagt, ich pfeife euch alle, es ist mir wurscht, sagt man, kein Problem, kannst du pfeifen. Aliyah la Torah bekommst du nicht, geht nicht, du kannst doch nicht gehen duchnen. Du kannst uns nicht segnen, wenn du gegen den Segen appellierst. Also was lernen wir davon? Wir lernen, es gibt die Sachen zu tun ohne Chuzpe, ohne Frechheit. Okay, böser Trieb hat jeder. Jeder Mensch hat irgendeine Fehler, die er tut. Aber er geht nicht laut und er sagt jeder, weißt ihr, ich bin so und so ein Sündiger. Normaler Mensch, was hemmt uns zu sündigen? Hemmt uns zu sündigen unseren Ruf, unsere Schäme. Wir wollen nicht sagen, dass wir sind ein Sündiger. Und hier frisch, gesund und meschuge, Chuzpe und Verschämtheit. Der Mensch sagt alle, ich bin so, das ist natürlich. Das ist natürlich, bleib damit in dein Leben, in deine vier Ecken. Seit wann hat man bei jedem solche private Sachen, hat man nach außen erzählt. Menschen erzählen gar nicht in diesem Bereich. Das ist so intim, das ist so... Eine Frau erzählt nicht ihrer Familie, wann ist ihr Termin in Mikwe. Also das sind Themen, fromme Juden, Religiösen. Ein Mann gibt nicht Akkusch und Umarmung seiner Frau neben die Kinder. Warum soll die Kinder nicht wissen, wann ist die Mama rein und wann ist die Mama nicht rein? Also die Sachen gehören zum Schlafzimmer. Und damit soll die Kinder sollen nicht den großen Unterschied zu Hause, hat man gemacht, dass bei frommen Juden, wenn eine Mama gibt, der Papa Kusch, im Schlafzimmer, Bakasha, ganze Nacht, ganze Tag, schließt euch für einen Monat, kein Problem. Draußen passiert gar nicht. Woher wissen wir das? Dass in Kodesh Kodashim, in alle Heiligen, in Bet HaMikdash, drinnen war eine Krubim, und Krubim waren eine Junge und eine Mädel. Die Sachen sind nicht draußen. Und wieso kommen alle Sachen heute draußen? Das ist Chuzpe. Was ist Chuzpe? Unverschämtheit. Was ist Unverschämtheit? Eine Wille zu sagen, die Sünde ist nicht eine Sünde. Ich weiß nicht, wie die Leute leben. Ich bin groß gewachsen mit meiner Erziehung. Weiß immer, dass das, was du tust, wenn du falsch tust, das ist falsch. Ab dem Moment, wenn du beginnst, dich zu legitimieren, steht geschrieben, ein Mensch hat einmal gesündigt, das erste Mal ist er schockiert. Ich habe gesündigt. Kann das sein? Zweites Mal, nicht so schlimm. Fünftes Mal steht geschrieben, er glaubt, das schon erlaubt. Also die Angst von der Sünde geht vorbei. Sagen unsere Weisen, das ist deine Sache mit dem lieben Gott. Aber was betrifft das dem ganzen Volk? Seit wann erzählt man Chuzpe, eigene private Sphäre nach außen? Das ist nicht jüdisch, das ist gehört zu anderen Mentalitäten. Die Antwort lautet von Don Yitzchak Abarbanel, man ist nicht koscher. Deshalb haben wir vier Argumente heute gegeben. Disziplin, Kontakt zu Gott und Glaube. Drei, schön aussehen und edel mit Demut und Sanftmut. Und vier, nicht frech sein. Wenn ein Kind ist frech, sollt ihr wissen, es liegt an seinem Essen. Essen bringt Frechheit und Unverschämtheit, wenn das Essen ist nicht richtig. Wenn die Essen sind richtig, die Kinder wachsen gut, weil es alles miteinander zu tun. Auch da braucht man Masel. Aber ich kann euch nur teilen, das was steht geschrieben in unseren Schriften. Und der Daniel hat gerettet wurde von dem Löwen, weil sein Gesicht war anders als alle anderen Menschen. Sein Ebenbild Gottes war so edel, weil er hat Koscher gegessen. Das ist ungefähr die vier Punkte, die habe ich heute gesammelt, um zu reden über dieses Thema. Ich danke euch für das Zuhören. Nein, lass uns vielleicht fragen. Will jemand was fragen, was bemerken? Was würde heißen, alle Kinder, die komplett koscher essen, können nicht chutzbar sein dann? Es gibt auch gute Juden. Ja, gibt es auch gute Juden. Natürlich. Dankeschön. Das heißt, es gibt auch nicht gute. Ich habe eine andere Frage. Okay. Was wir sagen, etwas.
es gibt nicht in dieser Welt Garantie und Absurd. Ich weiß nicht, wie es bei dir, wenn ich kaufe ein Gerät mit Garantie, wenn die Gerät ist kaputt, einer von beiden ist passiert. Entweder dieser Teil ist nicht garantiert oder die Garantie ist vorbei. In dieser Welt gibt es nicht Garantie. Es gibt eine Neigung und eine Linie und einen Weg dahin zu bringen. Ich kann dir nur sagen, nicht nur von Wissen, auch von Erfahrung, dass die Kinder, die werden diszipliniert. Disziplin ist eine Kette auf sehr viele Sachen. Auch da braucht man Masel. Wir haben nicht jetzt geredet über alle Sachen, die in dieser Welt passieren können. Aber Essen spielt eine... Essen, okay, ich will dir was erklären. Großer Punkt. Ja, nicht nur großes Punkt. Ich habe Auto gehabt, sie ist Diesel. Diesel. Und einmal, ich will nicht sagen wem, hat getankt anstatt Diesel Benzin. Kann man das machen? Ich glaube, das passt nicht. Es hat gepasst und das war ein Chuzpe von diesem Auto. Die haben das nicht gehabt. Weiß ich nicht, wieso. Ich will nicht sagen, welche Auto, um nicht zu beleidigen, die Firma. Ich will auch nicht sagen, wer war der Chauffeur. Alles hat gepasst. Es hat gepasst, hat man getankt Benzin und nach ein paar Minuten, der Auto ist gekracht. Also, du siehst, dass Nahrung hat sofort einen Einfluss. Er ist Benzinintoleranz. Jetzt. Ich gebe dir ein Beispiel. Was sagt Rabbi Chaim ben Attar Or HaChaim HaKadosh? Ich habe das gelesen gestern, in meinen Augen habe ich nicht geglaubt. Er sagt, wenn ein Kind, sagen wir, hat gegessen von seiner Mutter 2 Jahre Koscher. Ja? 2 Jahre hat die Mutter gegeben. Brust ist Koscher. Immer. Auch wenn die Mutter Treff ist. Auch wenn die Kuh ist Treff, die Milch ist Koscher. Mhm. Mutter ist Transformator, egal was sie isst. Milch ist Milch. Solange die Mutter ist Mutter, sie macht Koscher, die Milch. Mhm. Es ist besser, dass sie isst auch Koscher, aber ihre Milch ist Koscher. Mhm. Auch eine Kuh, ich weiß, was hat die Kuh gegessen. Okay. Ihre Milch ist Milch, Shabbat Shalom. Wenn die Kinder von einer anderen Frau die Milch essen, das ist was anderes. Man muss gucken, ob sie koscher ist. Ob die Mutter ist jüdisch, ob sie sie bringen oder nicht. Aber ja. Koscher essen, das ist koscher, ja klar. Aha. Jetzt. Ab 2 Jahre. Wie viel wiegt ein Kind 2 Jahre? Ungefähr. Nur 16. Je nachdem. 12 Kilo, obwohl es schon 4 Jahre ist. Wie viel? 12 Kilo? Ja. 4 Jahre fast. 4 Jahre? Ja. Wie viel wiegt ein 2-Jähriger? 12 Kilo, sagen wir. Okay. 12 Kilo. Wie viel wiegt ein normal? Sagen wir 10 Kilo, okay? Damit euer Leben leichter sein. 10 Kilo. Wie viel wiegt später ein normaler Mensch? 50, 60? Jetzt stell mal vor. Ja. Jetzt stell mal vor, er wiegt 60, zum Beispiel. Wenn einer wiegt 60, dann hat er 50 Kilo Treff in seinem Körper. Nicht er, wenn einer hat nicht gegessen, Koscher, Chas v'Shalom, sein ganzes Leben. Dann hat er 50 Kilo Treff in seinem Körper. Was erwartest du von 10 Kilo hat er gegessen, noch Koscher. Und weißt du, Menschen, wo ihre Essenleidenschaft ist sehr groß, die sind sehr aggressiv, die sind sehr unzufrieden. Essen macht der Mensch in einer großen Leidenschaft. Weißt du, ich danke manchmal dem lieben Gott, dass ich muss nur koscher essen. Ich weiß nicht, ich habe eine große Lust und Leidenschaft zu essen. Wenn ich konnte überall essen, war bei mir ein großes Problem, glaub mir. Und manchmal gehe ich und du guckst, Asia-Snack oder du gehst rein in den Supermarkt und deine Augen drehen sich so und du sagst, Mensch, gib mal guck, so schön, ich konnte jetzt ganze Schabbes mit 20 Euro kaufen. Malasot. Steht geschrieben, ein Mensch soll nicht sagen, ich will nicht essen Schwein, weil es mir nicht schmeckt. Es ist verboten zu sagen. Was soll man sagen? Ich will, ich möchte, aber was soll ich machen? Dass mein Vater im Himmel hat mir das nicht erlaubt. Nur dann kann der Mensch sich disziplinieren. Es ist verboten, es geht nicht. Deshalb, Garantie ist das nicht. Aber es spielt eine große Rolle, was belebt diesen Mensch. Wenn großen Teil von diesem Mensch belebt, 60 Kilo von Treffe essen, keine Wunder, dass der Mensch hat einen verstopften Kanal. Deshalb, wenn der Mensch will sich verbessern, er muss... Ein paar Jahre koscher essen,
bis seine ganzen Zellen, bis sein ganzen Blut, bis alles soll 100% noch einmal metabolisieren. Und wenn der Körper wird sich metabolisieren, wird er anders fühlen, wird er anders spüren. Ein normaler Mensch versteht das nicht immer. Ich gebe euch ein Beispiel. Mein Sohn hat jetzt einen Lehrer zum Geiger in die Urlaubszeit. Der spielt in die Frankfurter Philharmonik. Ein Begabter. Ich danke ihm sehr, dass er kommt, meinen Sohn zu unterrichten. Ich bezahle ihm auch gut. Und er lernt mit ihm sehr gut. Und einmal hat er gesagt, mein Sohn soll er nicht Handwerke so viel machen, weil seine Finger sind... Er sagt, dass er zu Hause nicht mal einen Hammer mit Nadel legt auf die Wand. Warum? Weil er will nicht verlieren die Spitze von Gefühl bei Finger. Feinmotorik. Stell mal vor, einer spricht mit diesem Geigerperson und sagt, ach, hör auf, eine Nadel, zwei Nadel, bau eine Suka, Schlepper. Nein, bei ihm, das ist sein Beruf. Er wird nicht spielen jetzt mit seinen Finger jeden kleinen Kissen in die Finger. Es muss edel sein, wie ein edler Mensch. Er ist ein Mann, er sagt aber trotzdem, alle Handwerke mache ich nicht. Das ist mein Beruf. Genauso ähnlich, versuche irgendeine Analogie, irgendein Bild euch zu beschreiben. Koscher zu essen bringt der Mensch zu einer Frequenz, zu leben mehr jüdisch. Vielleicht noch eine Sache zum Handeln. Bisschen koscher zu halten ist auch gut. Es muss nicht gleich komplett umstellen. Mir ist einmal passiert, bin ich geflogen mit Lufthansa. Saß neben mir ein Israeli. Und leider die Lufthansa hat nicht bestellt koscher. Und der Israeli hat bekommen einen Treff. Ich habe gedacht, steht mir nicht zu, jetzt ihm zu sagen, soll er das nicht essen. Ich kenne ihn nicht, lass. Sowieso fromme Juden haben sehr oft schlechten Ruf und so, lass ihn in Ruhe. Hat gegessen, ich habe ihm gewünscht guten Appetit, er hat mir gewünscht guten Appetit und hat gegessen sein Treff. Nachdem hat man verteilt so ein Eis. Und da habe ich schon geplatzt. Ich konnte nicht mehr, Milch und Fleisch, also schon gegessen, Treff. Habe ich ihn gefragt, darf ich dir was fragen, sei mir nicht böse. Musst du dieses Eis jetzt essen? Hast schon gesündigt, hast schon gegessen, Treff. Musst du jetzt Eis, du bist hungrig? Wenn du bist hungrig, ich verstehe das nicht, aber wer bin ich, jemand zu urteilen? Aber dieses Eis muss man essen, Stam Hashem zu ärgern. Du kannst nicht verzichten auf diesen Eis. Weißt du, wenn du auf diesen Eis verzichtet, das ist in Gottes Augen genauso wichtig, wie habe ich koscher gegessen, komplett. Weil für dich zu verzichten auf diesen Luxus, danach hast du schon gegessen, bist du satt, hast du noch hungrig? Ich konnte ihn nicht überzeugen. Aber ich weiß, warum ich ihn nicht überzeugen kann. Weil in seinen Augen, das ist so wie eine kommt Nacht in den Schrank und er will nur zwei kleine Oreo essen und eine Saft Mango, kalt vom Kühlschrank. Habt ihr schon gesehen, dass eine nimmt nur zwei Oreo und noch eine Becher Mangosaft? Ich habe noch nicht getroffen. Normalerweise von zwei kommt die ganze Mischpoche. Und auch von die Mango kommen noch ein paar Verwandte dazu, zu diesem Glas. Also ein Mensch, in dem Moment, wo er schon begonnen, er sieht nicht den Grund zu disziplinieren. Ich glaube, wenn ich nicht schaffe, heute große Änderungen gleich bei Koscher, ich werde euch doch bitten, wenn es nicht sein muss, gewinnt er auch eine Mitzwe. Im Judentum gibt das nicht alles oder nichts. Das ist nicht schwarz und weiß. Wenn ein Mann hat nur Schulden, soll er nicht ein bisschen nicht einzahlen in ein gutes Konto? Warum nicht? Wenn ein Mann und eine Frau ein bisschen streiten, sollen sie die ganze Zeit streiten? Soll nicht in guten Zeiten auch? Nein, wir streiten sowieso, dann immer streiten. Geht nicht. Ein bisschen streiten, ein bisschen disziplinieren und lieben. Nichts verkehrt. Kann alles kommen. Deshalb glaube ich, insbesondere bei Kindern, kann man beginnen mit Koscher. Mit allen überflüssigen Sachen, die man nicht unbedingt muss. Man kann mit diesem Schritt beginnen. Das ist gut für Disziplinieren. Das ist gut für jüdischen Selbstbewusst. Das ist gut, dass die Kinder nicht überall hacken. Es gibt Kinder, ich sehe sie immer bei den Maschinen in U-Bahn. Überall, wo es gibt irgendwo was zu kaufen, kaufen sie irgendeine Schmonze, irgendeine Sache. Und ein jüdisches Kind, erzogen von seinen Eltern, dass man nirgendwo was kauft.
Es ist auch eine sparsame Sache für die Älteren, dass eine gute diszipliniert und die Kinder werden auch dafür nicht Geld klauen. Es gibt genug Kinder, ich sage euch von Erfahrung, sie kommen zur Zeit von 11, 12 und sie kaufen ohne Ende. Ich will nicht zu nah und zu offen sprechen über dieses Thema, aber wenn Kinder sind schon ohne Disziplin beim Nasch, wenn es kommt zum Pubertätzeit, 15, 16, ich sehe manchmal in die Pause in die Schule, es ist sehr teuer, jeden Tag so viel Nasch und so viel Süßigkeiten. Ich weiß nicht, ob alle Älteren das jeden Tag erlauben. Und dann der Weg davon zu Zigaretten, der Weg davon zu anderen Sachen ist sehr, sehr nah. Ich sage einen Schlüssel, der allgemein gut ist. Es muss nicht sein jetzt, Menschen denken gleich, oh, es muss alles jetzt ändern. Nein, ich gebe euch einen Tipp. Beginn mit etwas. Etwas zu ändern, ist schon gut. Also der Eis nach dem Essen musste er nicht essen. Das war stamm unnötig. Und das ist in allen Bereichen. Und wenn einer hat geraucht, Chas v'Shalom, Zigarette am Schabbat, hat er Bände der Zigarette, soll er sie wegwerfen, soll er sie nicht löschen. Löschen ist noch eine Sünde, genauso wie anmachen. Mechabe. Muss man nicht löschen, hast du geraucht? Rauchen kannst du nicht aufhören. Warum musst du das zerquetschen jetzt? Warum? Machst du noch eine Sünde? Und du kannst sparen, ein paar Zigaretten weniger. Hast du ein paar Zigaretten weniger, hast du wenig Sünden gemacht am Schabbat, das ist nicht verkehrt. Einer hat gesagt, eine Frau, das war so süß, hat man sie gefragt, wie kommt sie in die Synagoge? Hat sie gesagt, sie kommt mit dem Auto. Sie sagt, am Auto, am Schabbat? Sie sagt, sie ohne Klimaanlage und ohne Musik. sie fährt am Schabbat, aber am Schabbat legt sie keine Klimaanlage und sie hört auch keine Musik. Soll sie wissen, das ist Schabbat. Also sie quält sich. Auch wenn das ist komisch, es ist nett. Also ich sehe doch die nette Intention, das ist ihr bewusst, Musik muss ich nicht. Klimaanlage muss ich auch nicht. Und Zigarette muss ich sowieso nicht. Ich beginne, was ich kenne. Jeder beginnt nach seinem Maß, nach seiner Möglichkeit. Okay? Schkoyach, danke schön. Danke schön.